Willkommen, heute spielen wir God of Weapons. Bisher gibt es nur eine Demo, aber wir werden uns mal rein starten, gucken. Also einen Ritter haben wir, einen Jäger, die beiden gibt es noch nicht. Jäger, was kann der denn? Plus 10 Range, und keine Nahkampfwaffen. Ah, Projektile, 31% mehr Effektivität und Qualität. Ah, jetzt ist er ausgerüstet, okay. Was ist das? Nichts. Warum können wir dann feiern gehen? Spielen wir erstmal den Hunter. So, unsere Waffe ist noch ein bisschen langsam. Schießt automatisch. Ah, hier können wir Sachen einsammeln. Mal gucken, wofür wir das brauchen. Ah, okay, es gibt auch Ausweichen. So. Scheinbar haben wir 36 Goldbarren. Neue Rollen kostet 10. Zwei neue Plätze können wir wählen. Also, wir können ja keine Nahkampfwaffen, also können wir diesen kleinen oder den großen hier. Müssen wir mal gucken. Das irgendwie anders hingelegt bekommen. Geht natürlich nicht. Oder? Wenn wir den... Ah, doch, geht. Haben wir hier noch? Den platziert man so, 3 und 1. Den drei nebeneinander. Werden wir langsamer. Eine Fernkampfwaffe. Wirft man bestimmt. Plus ein Bounce for each adjacent Glaive. Also wenn wir noch eine haben. Abpraller. GPS 22, 13. Ja, dann nehmen wir erstmal die hier. So, jetzt haben wir zwar 0 Gold, aber immerhin eine neue Waffe. Ah, die schießt dann auch gleich viel besser. Doch gut. Auch andere Monster. Ganz viel Gold. Also sollen wir wohl am besten die Fässer kaputt machen. Jetzt können wir 4 wählen. Machen wir das. Der hat 3 und 1. Er hat 6. So, können wir den einen rüberlegen. Reicht noch. Ah, jetzt passt da noch einer hin. Derselbe. Mal den auch drehen. Ah, mit Rechtsklick. So, jetzt sind wir voll bepackt, aber 3 Waffen. So, weiter geht's.
ein bisschen wie Potato. Da können wir ja 6 verschiedene Waffen haben. Also je nach Charakter. Mal einsammeln hier. Oh. Ja, wir haben uns geheilt. Also sind unterschiedliche Sachen in den Fässern. Oh, was ist das? Ah, wir müssen erst wieder 2 Plätze auswählen. Nehmen wir mal die beiden da. Wieso, was ist das? Okay, der hat 2 so und dann, also oder 3 und einen hoch. DPS 27. 6. Plus ein Projektil for each. Ah, für noch eine Armbrust. Bonuschance plus 1. Was ist eine Bonuschance? Vielleicht mehr Belohnung? Ah, der hat 3 Felder, den können wir nicht nehmen. Der hat 2. Armor, Recovery und Dodge. Dodge ist eh noch bei 0, dann können wir das auch mitnehmen. So. Gucken, dass hier wieder Fässer aufrufen. Die nehmen wir dann mit. Ein bisschen hier Barren einsammeln. Das passt. Ah, okay, es gibt auch Archer, also die auf uns zustürmen. So. 4 Stück können wir auswählen. Gehen ja meist so um Eck, die Gegenstände. Das hier geht ja gerade. 4 Stück. Wir mal nach da. Dann könnten wir den einen rüber. Den auch 2 rüber. Dann hätten wir hier so Platz. Cooldown 2,2 Sekunden nach 6 Schüssen. 3 Glück, 2 Crit. Also 2%. Dafür ein bisschen langsamer. Noch mehr Ausweichen minus ist jetzt aber Windigkeit ein bisschen runter. Glück, Crit. Ich denke, wir nehmen die beiden hier. Die müssten wir ja. Felderte 1. So, darüber. So, gut ausgestattet. Alle Plätze gut belegt. Haben jetzt ein bisschen Minus, aber ausweichen hatten wir eben schon Minus. Den Attack Speed minus 1. Ein bisschen Geschwindigkeit. Cool gemacht ist auch, die Waffen, die wir und Ausrüstung haben, tragen wir scheinbar in einer Kiste mit uns rum. Also laufen wir übers Schlachtfeld mit einer Kiste. Merchant. Unser Name. So. 193 Gold haben wir noch. Also man muss richtig aufpassen hier. Also die Felder gucken, sich ungefähr merken, was wie ungefähr platziert werden kann. Und dementsprechend dann hier wohl die Felder kaufen. Und Gold hat man genug, aber die Felder sind begrenzt. Also muss man interagieren, was man nimmt. Und nur Waffen nimmt. Oder wie wir jetzt hier auch so ein bisschen Ausrüstung. Und da auf den Gegenständen Tier 1 steht, gibt es wohl verschiedene Seltenheitsstufen. Weil sonst wäre ja
Gut, wäre es nicht dran geschrieben. Hier ganz viele Moskitos. Mal ein bisschen auf unser Leben achten. Irgendwie vielleicht doch ein paar mehr Waffen. Ah, und dann okay. War eine schlechte Runde. Keine Plätze bekommen. Ist fraglich, wie bekommen wir die? Durch viel Gegner töten oder durch die Kisten? Also Fässer. Der hier hat einen blauen Schimmer. Ah ja, Tier 2. Aber wir können ja keine Kampfwaffen nehmen. 13. Ich glaube, wir verkaufen den hier. Und warte mal, den haben wir. Doch, können wir hinlegen. Der braucht 2 Felder. So, wie verkaufen wir den denn? Rechtsklick und dann so. Hier eins. Hier eins, also auch Ausrüstung, also Gürtel, Helm und so, das geht wohl auch. Und diese Fläschchen auch höher. Ein bisschen Geld haben wir, dann können wir jetzt mal gucken. Hier direkt Blauleuchtner. Direkt Stufe 2. Glück Crit, aber dafür noch langsamer. Wir nehmen wohl erstmal den hier. Oh, das ist cool. Kann man die auseinanderhalten. Dann hat jede Stufe auch eine andere Farbe als Hintergrund. Oh, 11 Gold. Oh, es gibt auch Handschuhe. Lifestyle minus 2. Haben wir 0. Aber wir haben 4. Ich glaube, das heißt Wiederherstellung. Recovery. Ja, und Nahkampfpower bringt uns gar nichts. Ja, noch mehr Gold geben wir lieber nicht aus. Nicht, dass die Sachen irgendwie teurer werden. Oh. Die Moskitos sind nervig, weil zu viele sind. Oh, okay, die machen auch Sturmangriff. Oh, jetzt haben wir dann größere. Wir müssen unsere kleine Armbrust austauschen gegen die größere. Ah, da ist Gold drin gewesen. Jetzt haben wir wieder 2 Plätze, die wir aussuchen können. Oh, da ist ein Blauer, der hatte so und so. Haben wir noch einen Würfel? Nehmen wir mal da. Und da. So. Hat einen Cooldown. 22 Schaden, 36 Schaden. Also ja, Damage steht hier 4 und 14, aber DPS ist ja wichtiger. So war das. Rechtsklick und dann verkaufen. Auf uns den hier. Ne, wir wollen den so hinlegen. Der hier auch. Also der hat immer noch Stufe 1.
Ja, auch. Also werden wenn hier noch ein Zweierplatz und hier drei. Können wir ja mal gucken. Oh. Hier zwei, 29 DPS und 5 Damage. Wir hätten auch Ability Armor Move Speed. Ja. Der Preis ist hier übrigens oben rechts manchmal oder an einer Stelle in lila hinterlegt. Aber es ist trotzdem Tier 1. Ist dann besser. Hier eins Item ist. Glück. A3. X-Speed. Bett. Ja, also ich glaube, wir machen mal jetzt. Also wir verkaufen den hier. Den hier rüber auf uns, man kann er den nicht andersrum hinlegen. Haben wir noch zwei Plätze? Komm, mit X-Speed minus 2, was heißt eigentlich minus 2? Also logischerweise zwei langsam, aber zwei von wie viel? Das ist so der Grundwert. Glück und Crit. Vielleicht bekommen wir deshalb so früh blaue Items wegen Glück. Angriffsgeschwindigkeit. X-Speed. Also steht hier minus 1, aber das wirkt sich hier irgendwie in Klammern. So wirklich aus, ne? Was bringt uns Glück? Ja, wir nehmen mal. Nehmen wir noch einen. Wir gucken erstmal weiter. Hier ist wieder lila hinterlegt. Das ist ja der, den wir haben, wa? Oh, Tier 3. Ja, dann 101. Dann kommt so. So. Kommt das weg. Boah, ist ja cool. Warum ist das Item immer lila hinterlegt? Doch exakt derselbe, den wir haben. Relativ Recovery, aber Damage weniger. 2%. Ist immerhin weniger als 2. Also eine ganze Zahl 2. Brauchen wir zwei Felder. Den da hinlegen. Put outside. Was ist das denn? Jetzt liegt er vor der Kiste. Den jetzt da hinschieben. Wir brauchen zwei Felder. Nicht besser. Wir bräuchten das Feld hier. Wir den erstmal wieder rein. Dann holen wir uns so einen Trank nächste Runde, denke ich. Wenn nicht irgendwas anderes uns angeboten wird. Ich bin mal gespannt, ob der lila eine Armbrust auf die gut reinhaut.
Die Skelette halten ganz schön gut aus. Wir sind auf Ebene 7. Krass und krass. Oh, Gold drin. Noch frag ich, wie kriegen wir die Plätze in unserem Koffer? Ist da das Ausschlaggebende, hier diese Fässer kaputt machen, oder? Oder ist irgendwie ein Schild oder so? Ah, wir haben uns geheilt. Hier steht Recovery 4. Uns aber um 24 geheilt. Ah. 4 Plätze können wir auswählen. Wir nehmen jetzt mal einer Vorsichtsmaßnahme den, ne? So. Wir hier. Da. Und da. Wenn wir den, wenn einen höher schieben oder so. Und wir ein Zweier und da hätten wir so einen Dreier. Also 2% Damage. Crit und Attack Speed. Oh, dann haben wir plus 1 wieder. Plus 1% Crit Chance for each Glove. Wir können also mehrere Handschuhe tragen. Wie schon. Wahnsinnig. Mehrere Handschuhe. Also für den linken und rechten Arm, aber ansonsten. Spionage. Range. Also nur noch Deutsch, also ausweichen. Das Minus. Damage. Hm. Also Recovery hoch auf 10. Irgendwie brauchen wir das nicht. Oh, was ist das denn? Enemy Amount. Also Enemy sind die Gegner. Amount. Also die sind stärker oder irgendwie so. Aber 25% mehr Schaden braucht man da Platz 3 und 1. Oh, guck mal. Jetzt hätten wir es geplant. 2 lila Items haben wir. Das ist ja cool. Wir müssen auch irgendwie den Würfel gucken, dass wir den besser kriegen. Und einen Helm, einen anderen. Oder was Gleichwertiges. 191. Der hat schon 100 gekostet, der hier. Drehen wir noch einmal. Oh. Was? Das haben wir noch gar nicht gesehen. Itempreis minus 5%. Das hier? 6 Geschwindigkeit und ein Ausweichen mehr. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir sind einfach so ausgewichen. Aber der ist ja ganz komisch, du. Der hat. Und dann zwei so. Das kriegen wir ja nirgends hin. Mit dem Preis natürlich cool. Wie gut ist denn der Helm? 5 Armor. Oh nee, dann haben wir dieses Recovery nicht mehr. Ich glaube, damit heilen wir uns. Das lassen wir mal lieber erst. Dass wir wieder 2 Plätze kaufen können. Ja, 2 brauchen wir dafür. Also jetzt haben wir 10% mehr Schaden, aber die Gegner sind auch gestärkt worden durch uns. Also durch unser Item. Ich finde das. Also wir haben einen, aber. Geht denn, dass wir nur diesen einen haben? Auch ein Kist. Oh, da waren aber viele.
Und so wie es aussieht, scheinen wir das am Ende auch mal alles einzusammeln. Was hier so rumliegt. Jetzt haben wir uns nicht geheilt. Ah. Also 4 Plätze. Die Schuhe waren so ganz seltsam. Die hatten 3 so. Und dann so. Das andere hatte meist 2 oder diese vor mir. Also. Den. Jetzt können wir natürlich den nicht nehmen. Ah. Können. Neu rollen, aber. Die Plätze? Weil Items können wir ja noch nicht kaufen. Ja, cool. So. Also, wäre hier besser. Nein. 2% Damage wieder weg. Wäre nicht schlimm, wir haben gerade 25 bekommen durch unseren Helm. Na, diese Vitality und Recovery. Ah, weil wir Vitality jetzt auf 0 haben. Wahrscheinlich diesen Hauptstat hier in diesem Block haben da oder so. Damit hier Recovery an ist. Keine Ahnung. Aber gibt es das nicht im Besser? Wir geben jetzt mal die 24 aus. Und gucken noch. Oh, jetzt. Ja, warum geben wir die 24 aus? 20% mehr Erfahrung. Dafür sind die Gegner 3% schneller. 5 mehr Schaden. 5%. Aber minus 5 Vitalität. Ah. Also. Schwierig. Ich glaube, wir behalten diesen Bank. Jetzt. Nur 7. Ja, dann ist das Glück weg. Dann kommen bestimmt keine blauen und lila Items mehr. Ach, warte mal. So, jetzt auch noch die Frage. 5 Vitalität wieder weg. Ja, das können wir nicht machen. Wir haben nur 2. Nicht mal minus. 5% Schaden. Wir haben ja jetzt durch den krassen Helm immer noch plus 23%. Also, so sind wir wieder gut ausgestattet. Ich weiß gar nicht, hier ist ja vorhin eine Reihe dazugekommen. Was kann das werden? Oder packen wir erst unten ein? Also, weiß nicht. Also eine Reihe würde noch hinpassen, aber es sieht dann nicht mehr so schick aus wegen diesem Muster hier, ne? Dass man vielleicht diese hier kaufen kann. Und dann im Deckel weiter oder so. Oder doppelter Boden. Oder man muss damit auskommen. Das wäre auch interessant. So. Also, wir kriegen jetzt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Aber haben wieder die Gegner gestärkt. Mal gucken, ist hier irgendwo ein... Ja, so. Ganz schön groß, die Felder. Irgendwie brauchen wir... Besser, da ist ein Pass. Eine der Waffen. Ah ja, die müssen wir austauschen. Die ist zwar Tier 2, die blaue Armbrust. Aber das ist keine Mehrlader-Armbrust. Die hier. Die schießt langsamer. Schießt immer nur einmal.
zwei Felder können wir kaufen. Wenn wir so eine... Die hier oben. Könnten wir den da hinlegen? Die austauschen. Wir bräuchten so einen Sechserplatz. Ein Sechserplatz. Wie kriegen wir das hin? Das sehen wir dann gleich. Hier ist noch so eine Rolle. Mehr Erfahrungspunkte, aber ja, schneller wieder. Sonst alles. Ah ja, wir haben. Oh ne, das Glück haben wir noch gut. Nochmal Handschuhe. Lifestyle, aber minus ein Dodge. Ah. Aber uns mal ein bisschen heilen. Zwischendrin ist auch gut. Projektilpower. Das Projektilpower. Das ist eine Projektilwaffe, ja, logisch. Meint er mit Power? Mit Chance. Wäre nicht so schlimm, also die könnten wir ruhig nehmen. Testen das mal. Jetzt haben wir hier Projektil Power 4. Also momentan sieht es gut aus. Also glaube ich, keine Ahnung. Dodge Chance. Aber auf minus 3. Für viel Lifestyle. Haben wir uns eben geheilt, das ist die Frage. Wir holen, wenn, noch mal so ein Glücksding erstmal. Nächste Runde. Und dann sehen wir weiter. Nicht, dass dann keine blauen Items mehr kommen oder lila Items. Das fällt jetzt wieder kleiner auf oder ist es genauso groß? Oh hier, jetzt können wir mal dieses Ding ein. Oh Gott, das hat ja. Das war ja hell. Jetzt gibt es noch Gegner, die schießen auf uns. Oh, das sind aber wenige. Also momentan 56 Leben. Geht. Gut, 48. Wir brauchen die Fässer. Schieß doch auf die Fässer. Sind ganz schön viele Gegner. Wir müssen unbedingt diese eine Waffe austauschen. Die hier weiß ich auch nicht so genau. So, warte, wir müssen das zwei Blätter auswählen. So. So. Ja. Also. Ist eigentlich gut, aber die macht halt, muss immer einmal nachladen, aber das Ding hier müssen wir irgendwie mal austauschen. Jetzt rollen wir darauf jetzt. Die ist wieder so komisch geformt. Ein Vierer und einer. Die würde dahin passen. Wenn wir die Handschuhe da hinlegen. 13 und 18 dp. 10 und 8. X-Speed 1,2. X-Speed 0,7. Das Ding ist einfach scheiße hier. Drei Projektile. Ein Durchschuss hat das Ding. Projektile steht da nicht. Also schießt das Ding drei auf einmal, dann wäre das ja besser. Wäre ja 3x10 Schaden. Der hier macht immer nur einmal 13.
Ging es ein bisschen schneller hier, ne? Wir verkaufen das mal. Verkaufen das hier. So, was ist das da? Geld. Gain per Floor. Resource Gain. Experience Gain. Also wir heilen uns um 15 jede Etage. 5% mehr Erfahrung und 5% mehr Ressourcen. Okay. Deckspeed und Crit Chance. Deckspeed. Chance. Armor Recovery. Tun wir vielleicht den Helm weg? Wir hätten dann immer noch 6 Recovery. Ja. So. Wir hätten noch ein Feld für so einen Würfel. Und natürlich kein Würfel. Und noch so ein blaues. Ich glaube, die sind ein bisschen besser wie das hier. Aber da brauchen wir die Felder alle hier. Dann würde uns ein Feld fehlen. Dann müssen wir das noch warten. Jetzt erstmal gucken, ob das so besser ist. Ah, er schießt wirklich immer 3 auf einmal. Okay. Die andere, die 6-mal schießt, die richtet sich dann zum Nachladen kurz auf. Sieht sehr cool aus. So. Okay, aus der großen Spinne kommen kleine Spinnen. Mal ein bisschen hier einsammeln. Was hat dieses Ding jetzt gemacht, was wir eben einsammelt haben? Die wird echt groß hier. Felder. Jede Etage wird ein Stück größer. Echt viele Gegner. So. 4 Stück können wir auswählen. Wir brauchen am besten immer 2 nehmen. Ist hier eine lila, ne? Hier ist auch noch lila. Also. Aber die hat immer nur einen Schuss. Wir denn das zusammengebastelt, so ein 6er hier noch hinzu. 2 so, 2 so. 2 so, 2 so. Oh, ich brauch den da. Ah, da ist es. So. Gut, und dann. Am besten zusammenhängend. Obwohl. Nimm einer Würfel, wäre das egal. Aber hinterher werden wir wieder so ein 2er brauchen. Dann könnten wir so machen. Ah, okay, die Kiste wird dann einfach größer. Es war eine Reihe hinzugekommen, aber dafür ist die Kiste ein Stück größer geworden. So, gucken, was kann der hier? Macht jetzt halt mehr Schaden. So, und den haben wir ja schon. Den könnten wir uns holen. 5 Damage, also 5%, aber 5 Vitalität. Das können wir wieder nicht machen. Wir haben uns wieder nicht geheilt. Wir haben 37 Leben von 67 möglichen. Oh, das ist aber nicht so gut. Also nehmen wir den hier und dann irgendwas, was uns heilt. Vitality 7.
Hat mal Vitality 7. Armor 3. Recovery. Eieiei, hier muss man ja durchrechnen. Warum gibt es die nicht im Besser? Die Waffen und alles gibt es ja auch im Besser. Ein grüner Trank, hatten wir den schon mal? Gibt aber Lifestyle weniger. Ja, nee, das lassen wir mal lieber. Move Speed und ein Dash. Hier noch so eine blaue. Wir machen mal, wir kaufen uns jetzt mal so ein Glücksding. Nochmal 6 Glück. Vielleicht ist dann nächste Runde besser. Weil noch mehr müssen wir jetzt ja nicht ausgeben. Wir haben hier keinen Platz. Wir müssen mal gucken, wie wir uns regeln. Das ist erstmal die größte Sache, um die wir uns kümmern müssen. Es sind viele von denen. Ganz viel Gold. Also vielleicht dieses Lifestyle noch ein bisschen höher. Das ist nett hier. Oh. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Wir das noch? Gerade so geschafft. Okay, wir hatten 8 Leben, haben uns auf 42 hochgeheilt. Das war gut. Boah, ein lilaner. Tauschen wir direkt den blauen aus. So, 4 Stück haben wir. Machen wir das am Schluss. Machen wir das mal. Ja. Tauschen wir vielleicht auch einen von denen aus. Range 80. Der hier hat genauso. Crit 50. Hat ein bisschen mehr Crit-Chance. Crit Schaden. Speed 0,4. Wesentlich schneller und das Ding lädt nicht nach. Projektile 5 plus 16 Range. Also dann tun wir die hier rein. Hat einen so ein Ding gekauft, aber naja. So. Geh die doch mal. So. Wir haben immer noch plus 16 Range. Kriegen wir das denn höher? 6. Ah, vielleicht 6 Projektilwaffen? Meinen die das vielleicht? Das kann sein. Dass das hier oben lila ist, das ist verwirrend. Chance. Nummer 7 ist jetzt nicht so schlimm. Mal ruhig noch auf Projektilpower knallen. Ich habe auch keine Ahnung, was uns das gebracht hat. Aber können wir ja machen. Weil hier diese Würfel, die muss doch einen besser geben. Move Speed, Crit, dafür wir Range weniger. Bitte Range. Oben 26 haben wir. Move Speed und Crit. Geht mal gar nicht. Itempreis kommt jetzt auch mal wieder. Wollen wir auf bessere Waffen? Dass wir noch lilane kriegen. Weil die Fläschchen scheint uns ja nicht irgendwie ihn besser zu geben.
Die hier könnte man mitnehmen, aber etwas tauschen wir die. Dieses Vitality. Haben wir schon wieder nur zwei. Obwohl hier drei steht, also machen wir durch irgendwas wieder Minus. Sollten wir lassen, sonst heilen wir uns nicht. Gut, wir rollen noch ein, zwei Mal und gucken. Vielleicht. Familie Power bringt ja gar nichts. Keine Waffen. Und den gibt es nicht im Besser. Oder wir müssen sehr oft rollen. Jetzt haben wir schon sechs Glück, aber jetzt kommt nichts Lilanes. Naja, machen wir weiter. So. Oh, Wölfe oder so. Viele Wölfe. Also wenn wir uns nicht bewegen und die in mehr Richtung schießen, ist eigentlich nicht gut. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ob hier irgendwo eine Kiste ist. Da ist eine Kiste. Ich hab noch gar nicht bringt das was, die Hasen kaputt zu machen. Bisher war ja nichts drin. Das ist ein Pass. Ein Schild. Oder so. Zwei Plätze können wir aussuchen. So. Mit Shanks. Haben wir immer noch 5. Weg viel Power. Ja. Ist 8 gut? Ist 8 nicht gut? Braucht man das überhaupt? Fragen über Fragen. Gucken, ob wir jetzt ein bisschen. Ah, das Ding hier in lila. Ja, okay, tauschen wir dann halt. Helm. Aber wieder Enemy Immune. Ich weiß leider nicht, was Immune heißt. Aber das kann nichts Gutes sein. Immerhin ist die Zahl auch rot. Werte 3 und 1. 3 und 1. Da so ein Würfel, da so ein Würfel. Da ein Handschuh. Und dann ist aber eins von beiden zu viel. Ja, wir tauschen erstmal das Ding hier aus. So. Itempreis, guck mal. 5% Itempreis. Cool wäre, wenn wir jetzt hiervon noch eine Lilane bekommen. Oder das Ding hier in lila. Oder das, wenn dann austauschen gegen noch so eins oder so. 3 und 1. Geht auch. Müssen wir mal gucken. Blau, blau. Lifesteal Dodge. Lifesteal haben wir 0. Wir haben auch keinen Platz. Das hier ist, also ist ein lila Item, aber schon gut, aber momentan leider für uns noch nicht. Lifesteal. Boah, roter. Jetzt die Sache, kriegen wir das hin, dass da ein Feld mehr wird. Das noch oben.
Ein Würfel dahin. Der könnte auch hier hin. Zwei. So. Kann man den so überhaupt drehen? Nope. Ja, dann tauschen wir den blauen aus. Das kann man bestimmt jetzt irgendwie anders anordnen, aber... Oh. Also rote Items kosten 154. Richtig cool, ein rotes Item. Also 6 Glück, haut rein, du. Ja, dann probieren wir das jetzt mal so weiter. Gucken, ob der jetzt richtig gut reinhaut. Also geil aussehen tut es ja mit so vielen Waffen. Und das Ding holen wir uns, wenn wir uns bewegen müssen. Was irgendwie gleich so weit sein dürfte. Schon einer auf uns. Da schießt du auf das Ass. Da liegt Heilung, glaube ich. Oh. Viel Heilung sogar. Oh. Wie schießen die denn auf uns? Cool wäre aber trotzdem irgendwie diese Anzeige, wo das steht mit dem, wann der Dash wieder bereit ist. Zwei Stück. Das ist ein Rund. Also die Kiste wird einfach immer größer. So, was macht der hier? Lifestyle und Crit. Naja, das ist ja rot. Tauschen das Ding jetzt aber aus. So. Gucken, vielleicht kriegen wir ja alles Blaue zu. Oh, ne, haben wir ja schon. Wir haben ja nur noch Lila und Rot. Oh. So, die bringen gar nichts. Das sind immer dieselben. Oh, das haben wir noch gar nicht gehabt. Plus ein Pierce für Projektilwaffen. Yes. Yeah, aber das jetzt. Das war nicht Durchschuss, ne? Egal, wir nehmen das Ding. So. Wir bräuchten jetzt nur noch in Rot. Da wir nur noch 28 Leben haben, gucken wir mal lieber hier. Haben wir schon. Noch so ein bisschen rollen. Ja, 5 Vitalität weg, das geht gar nicht. Da wäre noch ein Helm. Können so machen.
Dasselbe Problem wie eben. Gut heilen. Wir können die Gegner nicht noch stärker machen. Hier so ein Alles-Ding. Ah. War einmal Glück weg. Weil dies 6 Glück, das bringt's richtig eigentlich. Ja gut, dann immer Glück weg. Müssen wir uns gleich, falls wir noch überleben, einmal so einen Glückswürfel neu kaufen. So. Hat aufgefallen, im Item-Shop gibt es gar keine Musik. Also jetzt heilen wir uns am Ende der Runde auf jeden Fall um 30. Wenn wir 2 von den Ketten haben. So, wo sind die Fässer? Also man hört immer was zerklirren. Aber was und wo ist immer so eine Sache. Und im Fass können auch Bomben sein, okay. Die machen uns wahrscheinlich auch Schaden, wenn wir neben stehen. So, kann ich noch gucken, ob hier noch ein Fass ist. Gut, ja. Schade. Das hat nicht mehr gezählt. Also wir müssen nebeneinander liegen, da uns holen. Die beiden hier zum Beispiel bringen gar nichts. Wenn wir die Waffe einen nach oben schieben, haben wir ein Feld frei. Also 2 gekauft und 1 gewonnen. So. Legen wir den erstmal da hin. Move Speed, Crit, Range. Range. 26. Nehmen den erstmal. Und wenn was Besseres kommt, kann der ja wieder weg. Da ist jetzt so ein Würfel, war ja klar. Preis. Brauchen wir nicht. Über so einen Würfel. So, können wir noch irgendwas upgraden? Richtig, boah, ja, ist schade, dass man nicht so genau weiß, was das heißt. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Und bringt uns nichts. Und warum dieser Preis immer lila? Oh, ein roter Kelch. Oh, wir kriegen plus 3 Utility Gain pro Etage. 10 Recovery. 5 Lifestyle geht flöten. Boah, der braucht nur ein Feld. So. So. Jetzt wird es irgendwie ganz schön teuer, neu würfeln. Lassen wir das mal. Ich meine, alle Waffen sind lila und rot, also 3 Glück ist schon gut für lila und blau. Und 6 gibt noch mehr lila. Und sogar ab und zu rote. Kann man sich das ja schon mal merken, dass also Glücksdinger schon richtig viel bringen auch. Du musst nicht hunderte von Glück sammeln oder sowas.
funktioniert besser. Brauchen doch besser. Was und was? Das war eine Sinn. Da ist noch etwas. Jetzt ein komischer Schild. Ich denke mal, der macht sowas wie ein Schild halt, ne? Unverwundbarkeit oder sowas vielleicht ein bisschen. Geheilt, das ist doch cool. Vier Plätze. Also wir brauchen mal so zwei, ja, wäre schon mal gut. So. Will den da. Kann jetzt nicht wahr sein. Oh, kann man den nicht? Oh, doch, kann man. Wir können jetzt die Maske kaufen. 25 Damage mehr und 10, wo ich mir nicht sicher bin, was es dem Feind bringt. Gut, hier haben wir schon den Lila. Hier haben wir den Rot. Und genau dieselbe haben wir. Aber hier nur lila und blaue Items. Also 6 ist richtig cool. Aber Rot ist echt selten. Oder schwer zu bekommen. Und hier so ein Wurfding. Das Ding ist riesig. Und das Tech Speed. Haben wir nicht irgendwie noch abgegradet? 75. Schade. Immerhin noch so ein Helm. Und Etage 17 sind wir schon gekommen. 16 überlebt, 17 sind wir gerade. Und das war aber irgendwie was anderes. Was wir jetzt in der Kiste hatten. Und da ist eine Bombe drin. Hier, jetzt kommen Drehwürmer. Boah. Schießen mit Lasern auf uns. Spinnen, die mit Lasern auf uns schießen. Das sind Spinnenaugen. So, einfach ein Auge mit Spinnenbein. Die Gegner werden jetzt aber gefährlich gut. Die sind mit Lasern auf uns. Oh, 4 Plätze dürfen wir wählen. Nur blau. Das ist normal. Lila haben wir. Blau, blau. War cool gemacht mit dem Schimmer so, dann sieht man es direkt. Da könnten wir jetzt eigentlich uns hier noch eine hinlegen. 2 und 1. Gab es irgendein Item, das 2 und 1 hat? Nehmen die Vorsicht aber nicht, dass sie nicht wiederkommt. Warum kriegen wir diesen dämlichen Wurfstellen gesehen, Anatol in Rot? Wenn wir jetzt Glück nehmen, aber dann haben wir ein Attack-Speed Minus. Wäre nicht schlimmer, wir hätten 9 Glück.
Dann ist gut möglich, dass wir vielleicht noch die Waffen auf Rot kriegen. Wir nehmen das einfach mal. Aber hier direkt eine gekommen. In Rot. Vielleicht überlegen, ob man das dann vielleicht doch irgendwann austauscht gegen die lila Dinger hier. Je nachdem, wie weit das geht und alles. Uhr. Lila. Ging das übrigens immer noch nicht, in der Bahn 6er hinzulegen? Oder? Bitte da hinlegen. Na, geht nicht. Der Helm müsste woanders hin. Die Kette. Vorher nur diese Reihe hier. Dann kann der Reihe. Da kann die Kette hin. Dann brauchen wir diese 6 Felder. Wo kommt der Helm hin? Der Handschuh dahin. Ne, warte mal. Doch. Wie geht das denn? Oh. Einer hin. Der Handschuh würde dahin auf diese beiden Felder. Und wir hier bei da kommt die Kette hin, die draußen liegt. Geht nicht. Und das dahin 2. Dahin auch 2. Warte mal, die beiden. Da 2 und da 2. Dann sind hier 3 für den Helm. Und da ein. Dann kommt da, ja, das geht. Aber tauschen wir jetzt hier rot. Aber die schießt ja immer in so einem Dreier-Ding. Eigentlich auch egal, ne? Oh ne, das ist dann zu teuer. Also, wir hätten es hingelegt bekommen. Wo sind die Gegner? Ach, da. Aber es wäre dann fraglich, ob man die rote austauschen will. Gegen eine lila. Ne? Ist zwar eine andere. Was ist denn jetzt passiert? Haben die auf einmal so viel Schaden gemacht? Okay, bis 18 sind wir gekommen. Nicht schlecht. Glaube ich. Oder voll schlecht. Hm. Jetzt eigentlich irgendwas freigeschaltet? Ja gut, ist ja nur die Demo. Wahrscheinlich schaltet man, weiß nicht, schaltet man dann vielleicht die Charaktere frei? Oder die sind, wenn das Spiel fertig ist. Es soll im Juli fertig sein und rauskommen. Vielleicht sind die dann schon dabei. Wer weiß. Aber macht Spaß, das Spiel.
Mal gucken, wie es ist, wenn es fertig ist. Ah, cool, wir machen gerade keinen Schaden, deswegen geht er runter. Witzig. Gut. Wir haben immer noch 81 Leben. Jetzt stellt sich bestimmt erst um, wenn man wen anders auswählt. Dann würde ich erstmal sagen, gutes Spiel, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.